Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch eine neue Version vom DMO-Glitch zeigen. Ja, bei dieser Methode könnt ihr bis zu 3 Autos online holen. Was braucht ihr dafür? Dafür braucht ihr natürlich Safe Editor, um euch die Autos zu erstellen. Ebenso braucht ihr dann einen Safe Wizard, um euch den Spielstand auf die PlayStation zu übertragen. Und ja, dann braucht ihr halt noch einen Freund, der in einer Einladungssitzung drin ist. Und ja, der Freund sollte sich halt in einen Job für einen Titan begeben. Und ja, wenn ihr das so alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. So, am PC angekommen, dann brauchen wir natürlich einmal den Safe Editor. Dann brauchen wir einmal Safe Wizard. Und dann brauchen wir einmal das Safe Game. Das Safe Game, das werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Ja, als allererstes öffnen wir mal den Safe Editor. Open File. Dann wählen wir unser Safe Game aus. So, dann gehen wir einmal auf Garage. So, und nun ja, gibt es ein bisschen was zu beachten. Und zwar könnt ihr aus der Trevor Garage könnt ihr ein Auto online holen. Das heißt, aus dieser Pillbox Hill Garage könnt ihr ein Auto online holen. Und das Auto, das könnt ihr euch auch so modden, wie ihr das haben wollt. Auch mit allen möglichen Farben, mit Custom Color. So, wie ihr das haben wollt, könnt ihr das machen. Und die anderen beiden Autos, die ihr euch online holen wollt, die müsst ihr in die Impound-Garage stellen. Einfach in die Impound-Garage. Aber bei diesen Autos, da gibt es ein bisschen was zu beachten. Und zwar könnt ihr da nur Autos mit online holen, die vor dem Arena War DLC rausgekommen sind. Und die Autos, die dürfen keine Custom Color drauf haben. Das heißt, ihr dürft dann nur mit den Untergründen arbeiten. Aber da kann man auch auf jeden Fall schon richtig geile Farben mit erstellen. Und ja, wenn ihr das so eingestellt habt, so, ich füge jetzt einfach noch so ein Auto noch ein, was ich mir noch online holen will. So. Mache ich mal gerade den Italy GTB, hole ich mal online. So, wenn ihr das Auto dann platziert habt, dann könnt ihr einfach auf Save File gehen, einfach speichern. So, dann geht ihr auf Close File, könnt ihr dann den Safe Editor wieder schließen und dann öffnet ihr einfach Safe Wizard. Einfach Doppelklick, Accept. So, dann gehen wir Doppelklick auf GTA 5, Rechtsklick, dann auf Advanced Mode. Dauert ein bisschen, bis Safe Wizard geladen hat, je nachdem wie überlastet die Server sind. Dann gehen wir auf Import File oben rechts, suchen unser Safe Game aus, Doppelklick auf Safe Game, geben einfach auf Apply, auf OK. Jetzt wird das Safe Game auf unser USB-Stick übertragen. So, einfach auf OK, dann können wir Safe Wizard schließen und nun können wir dann unseren USB-Stick an die PlayStation anschließen. So, sind wir dann an unserer PlayStation, dann gehen wir einmal in die Einstellung, dann gehen wir in die Verwaltung der von der Anwendung gespeicherten Daten, dann gehen wir auf gespeicherten Daten im Systemspeicher, dann gehen wir auf Löschen und nun müsst ihr dort in GTA 5 alles rauslöschen. Bis auf den Spielstand, also das Profil rauslöschen, den Autosave rauslöschen. Nur ganz unten der Spielstand mit dem Prozent, mit der Prozentzahl da hinten muss noch drin bleiben. Danach geht ihr auf gespeicherte Daten auf USB-Speichergerät, in Systemspeicher kopieren und nun kopiert ihr den Spielstand, den wir gerade bei unserem PC auf das USB-Stick kopiert haben. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr einfach mal in die Netzwerkeinstellung. Da gehen wir auf WLAN, Benutzer definiert.
Und nun müsst ihr den MTU-Wert runterstellen. Da müsst ihr halt bei euch ein bisschen rumtüfteln, je nachdem wie eure Internetverbindung ist. Ich habe eine 100K-Leitung und bei mir läuft es eigentlich immer perfekt, so zwischen einer 601er und 602er MTU-Wert. Je nachdem müsst ihr einfach mal ein bisschen rumtesten. Bei dem einen klappt es gut mit 615, der andere, beim anderen klappt es besser mit 610, beim anderen mit 605. Wie gesagt, bei mir klappt es sehr gut bei 602 oder 601. Wie gesagt, müsst ihr euch da selbst rumtüfteln. So, dann gehen wir einfach weiter auf Kreis. So, und nun müssen wir dann einfach schon mal unseren Freund schon beitreten. Das heißt, wir treten ihn nicht bei, aber wir bereiten es schon mal so vor, dass wir ihn mit Doppel-PSN einfach beitreten können. Das heißt, wir suchen einfach das Profil von unserem Freund, gehen dann auf das Profil dann drauf, gehen auf Übersicht, GTA 5. So, und nun drücken wir Doppel-PSN und wenn wir nochmal Doppel-PSN drücken, können wir ihm sofort beitreten. So, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr einfach GTA starten und so seid ihr dann im Story-Modus angekommen. Dann seht ihr draußen schon, wenn ihr rauslauft, schon ein Auto, was ihr euch online holen könnt. Als nächstes müsst ihr einmal den God-Mode-Cheat eingeben. Wenn ich weiß, wie der Cheat geht, werde ich natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Gebt einfach den God-Mode-Cheat ein. So, wenn ihr es gemacht habt, dann müsst ihr einmal den Skyfall-Cheat eingeben. Auch den Skyfall-Cheat werde ich auch ebenso in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, wenn ihr dann jetzt in der Luft seid, müsst ihr ganz schnell euch zum Polizeirevier in der Stadt begeben. Fliegt einfach zum Polizeirevier in der Stadt. Wir geben uns einfach zum Polizeirevier. Wenn ihr dann hinten am Polizeirevier angekommen seid, lauft ihr einfach hinten zu den Garagen hin und in dieser Garage stehen diese beiden Autos drin, die ihr eben im Safe Editor in die Impound Garage gestellt habt. Das heißt, diese Garage ist die Impound Garage. Ihr drückt einfach Steuerkreuz nach rechts und dann holt ihr euch einmal ein Auto, was ihr euch online holen wollt. Steigt einfach in das Auto ein und begibt euch einfach zum Stripclub. So, dort angekommen, stellen wir das Auto auf den ersten Parkplatz. Und es ist wirklich wichtig, dass ihr das Auto auch auf den ersten Parkplatz hinstellt. So, haben wir das Auto hingestellt. Dann begeben wir uns nochmal zum Polizeirevier. Ihr könnt einfach in Trevors Karre einsteigen und dann wieder zurück zum Polizeirevier. So, dort angekommen, einfach aussteigen, laufen wieder zur Garage hin, drücken dann wieder Steuerkreuz nach rechts und dann holen wir uns das nächste Auto. Und ich meine, auch wenn man keine Custom Color drauf machen kann, finde ich trotzdem auch nur mit dem Untergrund kann man sich schon wirklich richtig geile Farben erstellen. Begibt euch einfach mit dem zweiten Auto einfach auch zum Stripclub. So, und das Auto müsst ihr dann auf dem dritten Parkplatz hinstellen. Ganz wichtig, auf den dritten Parkplatz. So, einfach aussteigen und nun müsst ihr euch einmal selbst umbringen. In meinem Fall muss ich jetzt noch 20 Sekunden warten, da ich im Moment noch im God-Mode bin. So, God-Mode ist vorbei. Jetzt kann ich mich selbst umbringen. Einfach Panzerfaust oder irgendwas schnappen, selbst töten.
So, wenn wir dann gespawnt sind beim Krankenhaus, dann gehen wir einmal in den Regisseur-Modus. So, sind wir dann im Regisseur-Modus drin. Regisseur-Modus betreten. Und den Wegpunkt hinten beim Stripclub setzen. So, dann gehen wir ins Interaktionsmenü runter. Ziel setzen wir auf Wegpunkt und teleportieren wir uns einmal wieder zum Stripclub hin. Dort angekommen, seht ihr, dass die Autos immer noch da stehen. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir öffnen wieder das Interaktionsmenü, Regisseurmodus beenden. So, sind wir wieder gespawnt mit Trevor im Krankenhaus. Dann gehen wir jetzt auf, öffnen das Handy, gehen auf Schnell speichern und speichern einmal diesen Spielstand. So, drücken dann einmal Optionstaste, gehen dann auf Spiel. Und dann laden wir jetzt diesen Spielstand, den wir uns gerade erstellt haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder, sobald ich wieder im Story-Modus angekommen bin. So, seid ihr jetzt im Story-Modus wieder angekommen, dann könnt ihr jetzt den ganz normalen DMO machen, wie ihr ihn eigentlich schon kennt. Ihr geht einfach auf die Franklin-Meldung. So, sobald ihr dann jetzt mit Franklin spawnt und ja, ist auch wirklich egal, wo ihr das spawnt. Ich spawn gefühlt auch immer, wenn ich jedem Mal immer an irgendeinem anderen Ort. Deswegen macht euch da keine Sorgen, egal wo ihr spawnt, das ist wirklich egal. So, ihr werdet dann Lester anrufen, sobald ihr den Anruf wegdrücken könnt, sofort wegdrücken. Jetzt gebt ihr einmal den Fahndungslevel-Cheat ein, auch diesen Cheat werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Steigt dann sofort in ein Auto ein und begibt euch dann zu den Cops, denn jetzt müsst ihr euch einmal verhaften lassen. So, wir laufen einfach zu dem Bullen hin und sobald Franklin die Arme hochhält, einfach Options-Taste drücken auf Online, dann gehen wir einmal auf die Charakterauswahl und nun brauchen wir entweder Spotify oder YouTube, irgendeine App, die die Anwendung anhält. Einfach anhalten und nun kommt der Freund ins Spiel. Wir gehen einfach auf sein Profil, treten ihn dann bei, aktuelles Spiel, treten ihn dann bei und bleiben jetzt 4 bis 5 Sekunden in dieser Meldung drin. Nach 4 bis 5 Sekunden drücken wir einfach auf X und spammen dann jetzt alle Meldungen durch, die jetzt kommen. Jetzt wird der Bildschirm einmal kurz verschwinden und wiederkommen. Jetzt kommen die ganzen Meldungen, die müsst ihr jetzt alle durchspammen. Das sind meistens 2 bis 3 Stück. Wenn ihr das gemacht habt, drückt ihr wieder Doppel-PSN und nun müsst ihr eurem Freund wieder beitreten. Und in dieser Meldung müsst ihr jetzt so lange drin bleiben, bis sie von alleine verschwindet. Unten rechts steht schon, GT Online wird betreten. Ist auf jeden Fall perfekt. So, jetzt werden wir mit Trevor wieder irgendwo spawnen. Wir drücken auf Kreis. Da ist auch immer unterschiedlich, wo wir da mit dem Trevor spawnen. Und das ist auch wirklich egal, wo wir dann spawnen. So, sobald wir können, drücken wir sofort Touchpad und gehen in den Regisseurenmodus wieder rein. Sobald wir jetzt hier im Casting-Trailer drin sind, gehen wir sofort auf den Regisseur-Modus. So, und jetzt gibt es einen kleinen Trick, um zu schauen, ob wir den Glitch gehittet haben. Und zwar, sobald wir jetzt mit Trevor spawnen, öffnen wir einmal das Handy. Und wenn wir sehen, dass wir als Hintergrund das Crew-Emblem haben, dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir den Glitch gehittet haben. So, wir spawnen. Crew-Emblem als Hintergrund perfekt. Das heißt, wir öffnen das Interaktionsmenü. Gehen jetzt noch auf die Garage und nun fordern wir jetzt noch das eine Auto an, was wir noch haben wollen.
In meinem Fall ist es ja der Italia GTB, den ich eben gerade noch erstellt habe. Die anderen zwei Autos aus der Impound-Garage, die stehen auch noch da. Und ja, jetzt müssen wir nur noch auf die Geldmeldung warten. Und ja, Leute, je nachdem, was für ein Auto ihr euch jetzt hier noch anfordert, wenn es ein neues, neueres Auto sein sollte, dann kann es sein, dass das Auto immer wieder despawnt. Wenn das Auto despawnen sollte, müsst ihr sofort wieder auf das Auto draufdrücken, sodass es wieder spawnt. Und ja, wie gesagt, jetzt warten wir einfach nur auf die Geldmeldung. So, die Geldmeldung ist da, das heißt, wir können jetzt in den Casting-Trailer-Meldung reingehen und in dieser Meldung bleiben wir so lange drin, bis ein Kumpel von uns bei unserem Auto ist. Das heißt, wir sagen jetzt unserem Kumpel Bescheid, dass er uns nachjoinen soll. Und wenn unser Kumpel uns Bescheid gesagt hat, dass er bei den Autos ist, dann gehen wir einfach aus der Casting-Trailer-Meldung wieder raus und joinen unserem Freund nach. Aber vorher machen wir natürlich noch was anderes. Wir schließen einmal GTA, dann gehen wir wieder auf die Einstellung. Nun müsst ihr nämlich eure Netzwerkeinstellung wieder hochstellen, das ist ganz wichtig, da ihr sonst nicht online kommt. Ihr geht dann wieder auf Netzwerk, auf Benutzer definiert, sucht dann wieder euer WLAN aus. Und nun müsst ihr den MTU-Wert einfach wieder ganz normal auf 1500 hochstellen. So, dann einfach alles wieder akzeptieren, Kreis, Kreis und GTA starten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn wir in der Online-Lobby angekommen sind. So, in der Online-Lobby angekommen, seht ihr auch schon, dass meine Freunde, also ich habe zwei Freunde. Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Lukeman und an den Julian, die mir dabei geholfen haben. Und ihr seht, ja, dass die drei Autos jetzt hier stehen. Und ja, wenn ihr euch die Autos jetzt ziehen wollt, dann könnt ihr es sehr gerne machen mit Gift Cards to Friends. Ihr braucht aber nur dieses eine Auto, was ihr aus der normalen Garage habt, nur mit Gift Cards to Friends ziehen. Die anderen beiden Autos, die aus der Impound-Garage sind, das heißt dieser Schwarzer und der Dubster, die könnt ihr euch ganz einfach abspeichern, indem ihr einfach nur in Alice Customs reinfahrt und euch einen Peilsender drauf kauft. Das heißt, diese Autos, die müsst ihr nicht abspeichern mit Gift Cards to Friends. Und ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.